Dr. Browns Eingabe, Tukan Lounge, Slimenhütte, Transcity Lane, da müssen wir hin. Ich habe mich selbst in Erstaunen versetzt. Ich finde die Trinity Lane beruhigend. Obwohl sie unverkennbar amerikanisch ist, erinnert sie mich irgendwie an Kronach, die Stadt meiner Kindheit. Außerdem wohnt dieser speziellen Simulation eine besondere Ironie inne. Ihr Bewohner sind von Natur aus zu Hause in Sicherheit, wenn ich mit ihnen spiele, und ihre Vorstadtillusion plötzlich in die Brüche geht, ist alles noch viel zufriedenstellender. Ich glaube, dass wir alle lange in dieser Trinity Lane bleiben werden. Sehr, sehr lange sogar. Der ist doch krank. Der ist echt krank. Ich lese das jetzt nicht alles mal vor. Gehen wir mal zurück. Geladen, Autorisierung von Brown. Alle vorherigen Versionen gelöscht, Autorisierung Dr. Brown. Ich bin verwirrt. Ich komme den Computern hier nicht klar. Gestern ist Dizzers auf einen den vereisten Stufen der Skihütte ausgerutscht und durch die Luft geflogen und hat es tatsächlich fertiggebracht, sich auf dem schmiedenden Zaun aufzuspielen. Das war einfach spektakulär. Und noch dazu völlig Zufall. Kann es denn etwas Herrliches geben als die Kräfte rot auf frisch gefallenen Schnee? Ich bin verwirrt, ich weiß gerade ehrlich gesagt nicht, was ich an dem Terminal einstellen soll. Failsafe-Programm starten. Okay. Gucken, ob wir jetzt was verändert haben. Trinity Lane verlassen. Okay. Scheinbar gerade eine russische Invasion ausgelöst. Mal gucken, was der Dr. Brown jetzt dazu sagt. Was hast du getan? Du hast das Notprogramm ausgelöst und alles ruiniert. Die Zielpersonen werden sterben und ich stecke alleine in dieser Hölle fest. Du hast alles ruiniert. Alles.
Es ist nicht du vorbei. Was? Es ist erst vorbei, wenn ich es sage. Verstehst du? Ey, halt doch einfach die Klappe, Junge. Ich bin wegen meines Vaters hier. Wo steckt er? Alles wieder so ist, wie es war. Kannst du dir das nicht denken? Der Hund. So treu. So zuverlässig. So nervig. Ich habe ihn einfach zu dem gemacht, was er schon immer war. Ja, ich bin sicher, dass es ihm gut geht. Wenn du die Simulation verlässt, wird er zweifellos auf dich warten. Aber auf mich wartet niemand. Ist das nicht offensichtlich? Du hast den Notschalter umgelegt und alles zerstört. Wie geil ist das denn, Leute? Ich habe keine Macht mehr über dich. Da ist die Tür. Geh. Ey, das ist ja echt mal heftig gewesen jetzt. Ohne Weg Scheiß. Hier. Boah. Trinity Lane Quest erfüllt. Sohn, du hast mich gerettet. Ich hatte schon befürchtet, für immer da drin gefangen zu sein. Es ist schön, dich zu sehen, aber was machst du hier? Ich bin froh, dass du da bist. Mit dieser Entwicklung hatte ich nicht gerechnet. Ich war auf Braun nicht gefasst, sonst wäre es mir besser ergangen. Papa. Das war wirklich ein Glück für mich. Es ist schön, wieder auf zwei Beinen stehen zu können. Dank Dr. Braun weiß ich jetzt auch, dass das Projekt Purity doch noch nicht verloren ist. Ich hatte mit Braun recht gehabt. Die von ihm entwickelte Technologie ist instabil und gefährlich, kann aber für das Projekt Purity angepasst werden. Ich muss nach Rivet City zurückkehren und mit Madison reden. Wenn wir ein GEEK-Modul finden können, können wir das Projekt Purity verwirklichen. Ja, ich gehe zurück. Meine Erkenntnisse werden Madison davon überzeugen, dass wir da, wo wir vor Jahren gescheitert sind, endlich Erfolg haben können. Ich möchte, dass du mich begleitest. Okay. Ich will, dass du dabei bist, wenn wir endlich die Schleusen öffnen. Das ist mein Junge. Beeilen wir uns. 600 Erfahrung. Da ich jetzt weiß, was wir brauchen, Aufgabe bin ich so schnell wie möglich wieder an die Arbeit. Lane. Aufgabe hinzugefügt, das Wasser des Lebens. Natürlich können wir miteinander reden, mein Sohn. Was hast du auf dem Herzen? In Ordnung. Okay. Sei vorsichtig, mein Sohn. Jetzt speichern wir erstmal kurz, weil ich keine Ahnung habe, wo der jetzt hingeht. Boah, Tranquility Lane, du bist mein Horroralbtraum.